Stephanie Popp hier. Demonstrationen gegen Christen an einer Uni und das in Deutschland. Ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du diese Meldung gehört oder gesehen hast, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die allererste Reaktion irgendwie zumindest ein Anflug von Furcht oder Angst war. Und ich möchte dich an der Stelle ermutigen. Zum einen, das wird nicht die erste Uni oder die erste Meldung dieser Art bleiben. Ja, wir leben in einer strangen Zeit. Es ist ein Geist, der hier sehr aktiv ist und der einfach versucht, Spaltung und Trennung in jeglicher Form hervorzubringen. In den Familien, in der Politik, egal wo du hinschaust. Ja, anders sein ist immer mehr ein Problem und so ist einerseits der Schrei nach Toleranz unheimlich groß, aber auf der anderen Seite wird immer mehr anders sein, auch auf eine komische Art und Weise an den Pranger gestellt und gestellt werden. Ja, das sollte uns nicht beunruhigen. Nichtsdestotrotz beunruhigt es uns, richtig? Und ich denke tatsächlich, du kannst nicht solche Videos schauen, Berichte hören, ohne auch in deinen Emotionen davon beeinflusst zu werden. Ja, da kommt ganz schön viel mit. Das schwappt buchstäblich auf einen drauf, zumindest wenn man nicht achtsam ist. Ja, und ich kann total verstehen, dass das auch eine gewisse Furcht hervorbringt oder zumindest Gedanken, einfach zu sagen, oh Gott, was ist das Nächste? Wie wird es weitergehen? Wann wird es soweit sein, dass Gemeinden wirklich Druck bekommen, auch vermehrt von außen? Wir alle wissen, dass es so kommt und natürlich macht es was mit einem. Ja, man freut sich, wenn man im Frieden auch leben kann und doch wissen wir, es kann nicht ewig so bleiben. Was ist der Weg? Was ist die Strategie? Ich musste einfach automatisch an Apostelgeschichte denken. Da waren Christen in einer ähnlichen Situation. Sie haben erlebt, wie einfach Druck von außen, Protest gegen Christen zugenommen hat. Und sie hatten Angst. Und sie haben sich zusammengetan und sie haben gebetet. Ja, und sie haben gesagt, oh Gott, hilf uns. Ja, wir haben Angst, und wir bitten dich, dass du mit deinem Geist auf uns kommst. Und wisst ihr, was die Antwort des Himmels war? Und die finde ich so cool. Und die möchte ich auch in Existenz rufen für uns alle, beziehungsweise hier möchte ich deinen und euren Blickwinkel darauf richten. Gott hat dieses Gebet erhört. Er hat ihnen Kühnheit geschenkt, aber nicht nur, sondern er hat seinen Geist ganz neu auf sie gegossen, sodass sie in noch größerer Kraft und Vollmacht dann gegangen sind, um das Reich Gottes auszubreiten. Das heißt, sie haben noch mehr Zeichen und Wunder getan unter den Ungläubigen und umso mehr Menschen haben sich zu Jesus bekehrt. Und da geht es hin für uns. Ja, wir dürfen diese Nachrichten hören und wir dürfen aber dann auch, sag ich mal, das Gebet nutzen und das Beispiel, das Zeugnis, das wir in der Bibel finden, zu sagen, oh Gott, ja, das fühlt sich einfach nicht gut an. Und wer weiß, was draus wird, aber wir bitten dich, schenk uns Mut und Kühnheit. Führ dich mit noch größerer Klarheit, wirklich öffentlich einzustehen, in den Schulen, an den Unis, in den Arbeitsplätzen, egal wo wir unterwegs sind. Und der Heilige Geist und Gott wird dieses Gebet beantworten mit der Kraft seines Geistes. Und du darfst erwarten, dass du in der Zukunft nicht nur von ihm sprichst, sondern Gott wird sich offenbaren und beweisen. Und er wird seine Macht und seine Kraft sichtbar werden lassen, die durch dich fließt. Und ich glaube, dass wir das auch an den Unis und Hochschulen und Schulen erleben werden, dass da nicht nur Kids und junge Erwachsene sein werden, die sagen, ich bin Christ und Jesus ist cool, komm, lern ihn kennen, sondern damit einhergehen werden Zeichen und Wunder. Und da wird eine Welle losgetreten werden. Und sieh einfach, was kommt, was prophezeit ist und was geschehen muss. Ja, der Teufel wird versuchen, auch hier unter uns Christen Furcht und Angst entstehen zu lassen, wenn wir nicht achtsam sind. Aber wir sind dem nicht ausgeliefert. Ja, sondern wir können uns sofort zu Gott hinwenden. Wir haben das Gebet, es ist seine starke Macht und wir können das Ganze für uns arbeiten lassen. Ja, Gott will uns schärfen und freisetzen in dieser Zeit in großer Mut und Kühnheit. Ja, sein Reich zu demonstrieren, das ist es, was dabei herauskommen wird. Und letzten Endes arbeiten uns hier die Medien nur in die Hände. Und ich möchte, dass du das siehst
und dass du dich da hinein positionierst und sagst, ja Gott, so soll es sein, nimm mich, Heiliger Geist, komm. Amen. Amen dazu, würde ich sagen. In diesem Sinne, ganz viel Segen und liken und teilen, bitte nicht vergessen. Bis denn.